Hallo, mein Name ist Christian und hier habe ich was Neues von der Telekom, ein neues Produkt. Das nennt sich Magenta TV Stick. Ja, Stick passt jetzt nicht so ganz, es ist von der Form eher wie so ein Chromecast, aber es ist tatsächlich ein Streaming-Stick, vergleichbar mit dem Amazon Fire TV Stick oder Fire TV 4K Stick, also 4K-fähig. Das lädt also Videoinhalte aus dem Internet über WLAN. WLAN ist eingebaut, das kommt hier an die HDMI-Schnittstelle, wird unten hier mit einem Micro-USB-Kabel mit dem Netzteil verbunden und so hat man dann eben Streaming-Inhalte. Das Besondere ist, sieht man hier auf der Fernbedienung. Es gibt natürlich schon viele Streaming-Sticks. Ich denke, so der Fire TV-Stick ist wahrscheinlich so einer der populärsten, aber die Besonderheit, jeder kennt es, man nutzt Netflix, Amazon Prime, Netzkino, ja, über die Computable CD vielleicht sogar diese Streaming-Filme. Aber daneben gibt es auch noch das lineare Fernsehen, was ja auch immer digitaler, interaktiver wird, mit Abruf on Demand, mit Mediatheken, mit Pausefunktion, Aufnahme. Und das sind oft so zwei verschiedene Welten. Und im Magenta TV ist es ja eigentlich so, dass das zusammenkommt. Und hier bei dem Stick hat man, ich denke, in der Form ist das für mich zum ersten Mal ein Stick, wo auch die TV-Funktion nicht nur irgend so ein Zusatz über irgendeine App ist, sondern tatsächlich so im Kern des Produkts steht. Hier hat man eine eigene Taste für TV, eine eigene Taste fürs EPG und auch noch für Aufnahmen. Das heißt, hier wird versucht, mit dem Telekom Magenta TV-Stick diese Welten Streaming und Fernsehen in einem Stick zu verbinden. Und abgesehen davon, das gibt es ja auch mit den großen Receivern, die die Telekom auch schon länger bewirbt, ist die Frage, ja, was ist eigentlich neu daran? Das Neue ist, hiermit kann man diesen Telekom TV-Dienst, also Magenta TV, an jedem Internetanschluss nutzen, an dem man mindestens so 6 bis 10 Megabit pro Sekunde Datenrate hat, also eigentlich an jedem besseren DSL-Anschluss, Kabel, auch bei der Konkurrenz Vodafone, O2, ist alles egal. Da kommt einfach sozusagen das TV-Signal hier rüber. Und für alle, die vielleicht keinen Kabelanschluss haben in den entsprechenden Räumen oder keine Satellitenschüssel installieren wollen oder dürfen oder die ganzen Aufwand scheuen, weil sie eh sagen, mein Hauptfokus ist vielleicht doch Streaming, ich möchte aber was das beides vereint. Für den ist dieses Magenta TV-Stick-Angebot dann doch vielleicht interessant. Und wir installieren es jetzt einfach mal und schauen einfach mal, was das bietet. Ja, man braucht eigentlich nur drei Dinge, um neben dem Fernseher halt mit HDMI, um das Ganze in Gang zu setzen. Einmal braucht man natürlich WLAN, um ja, eine Internetverbindung herzustellen. Das Passwort für das WLAN braucht man. Man muss ein Telekom-Login haben. Den kann man sich jetzt bei der Einrichtung festlegen. Das haben wir jetzt einmal schon gemacht. Und das Ganze ist ein Android-Gerät, Android-Stick mit Android 9 auf der Android-TV-Plattform. Und insofern braucht man, um es vernünftig zu nutzen, mit allen Apps auch ein Google-Konto. Jetzt ist es gestartet. Wer jetzt schon mal so einen Telekom Magenta TV Receiver MR401 oder so gesehen hat oder benutzt hat, der wird merken, ja, das sieht ja eigentlich genauso aus. Also wir haben hier oben so eine Suchfunktion, so eine Lupe. Da kann man über mehrere Inhalte hinweg suchen. Also wenn man sich fragt, was ist eigentlich das Besondere an Magenta TV, dann würde ich jetzt sagen, das ist die Integration von Streaming-Diensten, Mediatheken, linearem TV und eben so Video on Demand. Wenn ich jetzt nach Harry suche, wird Dirty Harry, Harry und Sohn, werden hier TV-Inhalte angezeigt, aber auch Filme und Serien auf Abruf. Wenn man jetzt hier reingeht, sieht man, ja, leider scheint da derzeit hauptsächlich die Telekom-eigene Videothek eingebaut zu sein, obwohl hier auch Apps für Netflix und Amazon Prime drauf sind. Aber im Prinzip schon ist es so integriert. Und das Wichtigste, denke ich, für den Alltag, für die Zielgruppe ist natürlich, dass ich hier mit einem Druck auf die TV-Taste im TV bin. Wenn ich nochmal drauf drücke, bin ich im Pausenmodus. Also Bildqualität ist an sich super. Das ist hier ein HD Input auf 4K hochskaliert. Wenn ich jetzt hier rauf gehe, kann ich zum einen eben Pause, das Ganze pausieren. Dann gibt es hier Funktion Information, da kann ich mir
Infos zur Sendung abrufen. Dann kann ich auch zurückspulen. Und eine Funktion, die auch besonders bei Magenta TV ist, die es nicht überall gibt, ist neu starten. Ich kann also jetzt sagen, oh Mensch, die Sendung ist doch super, ich habe aber den Anfang verpasst. Jetzt ist es kurz vor der Sendung zurückgesprungen. Basiert so ein bisschen auch darauf, wie verlässlich ist jetzt, sind jetzt die EPG-Funktionen von dem Sender. Jetzt haben wir auch noch eine Taste EPG. Da sieht man, hier habe ich alle Programminhalte, die werden jetzt aus dem Internet geholt und kann hier so durchblättern. Und dann, wenn ich das sehen will, geht es halt hier sofort rein. Es gibt ja unterschiedliche Fernsehtypen. Ich persönlich gucke lieber im EPG, informiere mich und wähle den Kanal dann an. Aber andere, zum Beispiel meine Frau, die zappt hier super gerne mit einem Klick. Das ist auf der Fire TV App für Magenta TV auch möglich. Hier aber leider, für sie zumindest leider, nicht. Hier muss man erst durchscrollen und dann noch einmal drücken. Und dann ist sozusagen der Sender erst aktiviert. Ich persönlich finde es keinen Nachteil, aber manche andere Leute mögen das als Nachteil empfinden. Dann gibt es noch eine Schnelltaste Record für die eigenen Inhalte. Da kommt man auf die Aufnahmen. Also das sind jetzt hier so Aufnahmen, die ich getätigt habe. Die Besonderheit ist, anders als bei den Receivern, ist ja in dem Stick jetzt kein großartiger Speicher drin. Man kann zwar USB-Sticks mit Fotos oder eigenen Videos dran klemmen, aber die Aufnahmen, die erfolgen jetzt in der Cloud. Da hat man eine gewisse Speichermenge. 24 Stunden Videoinhalte können da gespeichert werden. Die Aufnahmen werden dann auch aus der Cloud geladen. Das heißt, es geht natürlich dann auch mit Spulen umso performanter, je schneller die Internetverbindung ist. In meinem Fall war es aber so, dass eigentlich so die Datenrate, die belegt wurde an der Fritzbox, konnte man das sehen, nie eigentlich so groß über 10 Megabit pro Sekunde war, zumindest bei Full HD Live-TV-Inhalten. Ja, eine Sache, die ich noch zeigen wollte. Genau, wir haben EPG, wir haben das Restart. TV ist natürlich nur eine Sache. Jetzt haben wir auch das, was sich Megathek nennt. Das ist so eine Wortschöpfung von der Telekom. Da gibt es einmal eigene Filme, die jetzt die Telekom featured aus dem normalen Programm, aber auch eigene Serien, die exklusiv sind bei der Telekom. Und dann exklusive Inhalte aus ARD und auch aus ZDF. Hier haben wir zum Beispiel ein Tatortarchiv bei der ARD. Ja, also fängt ja mit 1970 an und geht so weiter. Für Fans dieser Serie ist das, glaube ich, schon ein ziemlicher Hammer. Für alle anderen ist es natürlich auch so, dass man auch die normalen Mediatheken-Apps hat. Und da kommen wir schon zum Punkt Apps. Das ist nochmal ein Unterschied zu den normalen Media-Receivern. Die Apps, die wir hier haben, das sind im Prinzip ganz normale Android-TV-Apps. Der Android-TV-Store, der überschneidet sich ja zum großen Teil mit dem normalen Android-Store. Also ich habe hier auch so Benchmark-Programme, die eigentlich für Smartphone nur gedacht sind. Graphics Bench drin. Aber ich habe, sind nicht alle Apps drin, aber ich habe auch alle möglichen anderen TV-Anbieter, also sogar O2-TV ist hier drin. Oder Zattoo oder sowas. Ja, das ist im Prinzip ein vollwertiger Android-TV-Store. Da sind sogar Spiele drin, Musikdienste, Internetradio und natürlich eben auch alle möglichen Mediatheken-Apps von TV-Sendern. Insofern könnte man den Magenta TV-Stick auch nutzen, ohne Magenta TV, den TV-Dienst zu nutzen. Oder wenn man irgendwann wechseln will. Es ist eben ein 4K-fähiger Android-TV-Stick. Hier gibt es nochmal weitere Unterkategorien, da kann man nach Filmen schauen, auch hier nach Themenbereichen. Das ist eigentlich auch ganz schön gemacht. Einzige Kritik hier, anders als meiner Erinnerung nach bei den Media Receivern, sind halt hier Amazon, Netflix und Co. nicht integriert. Das würde ich mir auch wünschen. Und hier ist noch eine weitere Taste, die ganz interessant ist, das ist der Google Assistant. Wenn ich da jetzt drauf drücke, wie wird das Wetter morgen? Sagt er an und wird auch angezeigt. Das ist schon mal ganz schön. Also der kann alles, was der Google Assistant am Handy auch kann. Was er aber leider nicht kann, startet Tatort auf ARD. Okay, da kommt er nicht so ganz klar. Also die Sprachsuche, die kann nicht ganz überzeugen. Aber wenn man die Suche hier oben
nimmt, dann werden auch TV-Inhalte mitgezeigt. Eine Sache will ich aber noch mal loswerden. Für ruckelfreies Fernsehen empfiehlt sich noch eine weitere Einstellung hier vorzunehmen. Und zwar ist das hier die Einstellung für Bild und Ton. Hier wird nämlich standardmäßig in der Automatik eine 60 Hertz Darstellung hier vorgenommen. Die ist aber für Fernsehen in Deutschland nicht optimal, weil die Inhalte auf 50 Hertz vorliegen. Leider wird das hier nicht interaktiv für jeden Inhalt angezeigt. Man kann das aber manuell umstellen und dann funktionieren auch hier TV-Inhalte etwas ruckelfreier. Das wäre so der erste Eindruck von Magenta TV. Wenn man sich jetzt unterm Strich fragt, man sich natürlich, ja, was kostet das? Also der Stick, der kostet regulär 64,99 Euro. Da sind 3 Monate Magenta TV, der Zugriff auf dieses TV-Programm inklusive, die jeweils normal so 7,95 Euro kosten. Damit kann man 4 Geräte anmelden und parallel auf 2 Geräten Fernsehen gucken. Und im Moment ist noch die Beta-Phase, weil so ein paar Software-Bugs gibt es ja. Da ist das Gerät 15 Euro billiger, kostet 49,99 Euro. Wann die Beta-Phase endet, hat die Telekom jetzt noch nicht gesagt. Also unter Umständen, wenn man diese 3 Monate ausreizt, lohnt sich es einfach auch nur so, weil man dort halt für auf jeden Fall unter 30 Euro dann so einen 4K-fähigen Stick kriegt, den man im Prinzip ähnlich nutzen kann wie ein Fire TV, auch mit Amazon Prime und so weiter. Und man hat eben den Vorteil der direkten TV-Integration, also sozusagen für die Generation, für die Leute, für die das lineare Fernsehen immer noch sehr wichtig ist, die mit so einem Stick durchaus die modernen Möglichkeiten nutzen wollen, aber eben im Alltag mit einem Knopfdruck auf dem TV sein wollen. Für die ist der Magenta TV-Stick im Moment einzigartig, würde ich sagen. Wer sowieso kein Fernsehen guckt, der kann natürlich das Ganze auch mit dem Fire TV-Stick machen und sich dann auch dort die Magenta TV-App holen. Die lief hier aber in meiner Erfahrung noch ein bisschen stabiler. Auch mit den Aufnahmen klappt das im Moment noch besser. Aber sonst ist es natürlich eine weitere Möglichkeit und es ist ganz interessant, wie sich die TV-Welt da entwickelt.